Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode unseres Let's Play Asterix und Obelix XXL Remastered. Beim letzten Mal haben wir Miraculix gefunden und er hat uns gesagt, dass unsere Freunde in die Normandie entführt wurden. Daraufhin haben wir die Segel gesetzt und sind rübergefahren in die Normandie und werden dort heute reinstarten und unsere Freunde suchen. Und dann starten wir auch direkt mal rein. Da sind wir auch schon in der Normandie und haben hier einmal gallisch-römische Kreuzfahrt, etwas näher an den Sternen Gletscherzeit und 11 Lorbeerkränze. Dann wollen wir mal rein starten und schauen, was uns in der Normandie denn so erwartet. Beim letzten Mal haben wir, wie gesagt, schon Miraculix als letzten getroffen und er hat uns gesagt, dass zwei unserer Kameraden hierhin verschleppt wurden. Und die wollen wir jetzt mal suchen und finden. Hoffentlich finden wir sie. Und wie gesagt, weiterhin versuchen wir natürlich auch die ganzen Lorbeerkränze zu finden. Vielleicht haben wir hier was. Okay. Nehmen wir nicht so. Okay, das klappt tatsächlich. Was soll ein wenig reinhüpfen, um runterzukommen. So. Aber, wir haben ja schon gesehen, unser Kumpel, der Spion, steht hier. Was hat er uns denn dieses Mal zu sagen? Ziemlich kalt hier. Komisch. Komisch, dass ihm kalt ist in der Normandie. Diese Kabelplattform funktioniert nicht automatisch. Jemand muss sie ziehen, damit sie sich bewegt. Okay. Asterix muss sich auf die Plattform stellen und Obelix darunter. Asterix noch du oben, musst Obelix auf die Aktionstaste drücken, damit Obelix das Seil unter der Maschine ergreift. Okay. Wenn Obelix die Plattform ziehen und sich gleichzeitig bewegen soll, musst du die Aktionstaste gedrückt halten. Gut. Hier dann sind wir sie vor nicht allzu langer Zeit gallische Gefangene an Land gebracht. Okay. Schneller. Unsere Buddies. Ihr müsst sie einholen. Könnten hier gewesen sein. Dann wollen wir mal. Kommt! Oh, okay. Na dann komm her. Lass dich verprügeln. Kommt her, lasst euch alle verprügeln. Ihr habt unsere Freunde entführt. Wir wollen sie zurückholen. Oh, was war das? Was kam da denn gerade geflogen? Oh, das sieht nach Pfeilen aus. Warte. Ja, es sind Pfeile. Bogenschütze, geh weg. Okay. Dann. Ah, hier sind ja noch mehr. Ich habe ich ja gar nicht mehr gesehen. Ja, sehr schön. Nein, nein, nein. Das mag ich gar nicht, wenn ihr mich damit schlagt. Wo haben wir sie denn? Hier. So, hier haben wir die Plattform und jetzt wechseln wir. Ah, cool, wir wechseln automatisch zu Obelix. Jetzt habe ich aber gerade hier vorne was gesehen. Okay. Und da oben waren Multiplikatoren. Ah! Aha! Wir hüpfen einfach rein und verprügeln euch. Speere nichts anhaben. Okay. Einmal drei. Dann festhalten und ziehen, hat er gedacht. Okay. Jetzt haben wir eben mal drei gar nicht ausgenutzt.
Aber hier sind ja auch noch mehr. Da wollen wir mal hin. Mal gucken, ob Obelix das schafft. Naja, egal. Komm schon. Mist. Da habe ich was Schönes runterfallen sehen. Aber es ist jetzt zu tief. Doch nicht. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch ganz schnell hier die alle einsammeln. Oh, das war gut. Das war richtig gut. Das hat sehr viele dazu gebraucht. Oh. Das waren natürlich auch viele Helme wieder mal. Na, kommt her. Lass euch einsammeln. Oh, da ist noch einmal drei. Ja, damit. Ah, hier vorne ist noch so eine Gefangenenbox. Sieht zumindest ein bisschen so aus. Dann geben die alle jetzt mal drei. Okay. Jetzt müssen wir aber auch gleich wieder jede Box hier eingesammelt haben. Haben damit das erste Lager dann schon komplett auseinandergenommen. Okay, hier noch ein paar. Naja, sehr schön. Okay, da kommen wir nicht lang. Dann, wo ist denn Asterix? Dort ist er. Im Vollspeed. Hoppala, hier sind auch immer. Geht uns doch einfach aus dem Weg. Wir haben euch nichts getan. Oh, ich bin noch mehr. Die treffen uns auch noch. So ein Mist aber auch. Wo waren die Wildschweine? Da. Kann man die eigentlich auch öfter? Ja, kann man. Okay. Also hinterher. Einen brauchen wir, glaube ich, noch, ja. Wo bist du hingerannt? Da. Hm. Aber nur eine gewisse Anzahl, sonst ist sie komplett weg, okay. Das müssen wir uns auch merken. So, Asterix öffnet da das Tor. Was haben wir denn hier sonst noch so? Okay. Oh. Machen wir ja damit. Nehmen wir alle mit. Vielen, vielen Dank. Danke, Römer. Und weiter geht's. So, wo sind unsere Buddies? Hier. Oh, wow. Das war cool. Das hat gut geklappt. Sehr schön. Direkt da hochgerannt. Schönes, na, leider nicht. Da auch nicht. Oh, es fehlt noch einer. Irgendwo? Aber nicht hier. Nein. Ah, da. Hat es denn beim ersten Mal geklappt und danach nicht mehr jetzt? Ah, jetzt hat es wieder geklappt. Oh, ein Lorbeerkranz. Okay. Den haben wir uns jetzt aber auch wirklich verdient. So. Gefühlt waren es bei Obelix mehr, die da rausgekommen sind. Das ist doch unfair. Dann sind es bei Obelix mehr als bei Asterix. Das habe ich etwas erspäht.
Sehr schön. Und was haben wir hier? Unseren Buddy, den Verkäufer. Was hast du denn so auf Lager? Ah, Leben haben wir voll, ein Schild, Wut-Kombo. Elite-Hundetraining, damit kann Idefix mehrere Römer hintereinander entwaffnen, bevor er zurückkehrt. Oh, cool, das brauchen wir dann irgendwann auch mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Okay, so, was hast du uns hier zu sagen? Sei vorsichtig. Hm? Diese große Plattform voller Römer ist ein Aufzug. Ein Aufzug. Stell dich drauf und entledige dich der Römer, damit sie sich nach oben bewegt. Okay, das sollten wir schaffen. Einfach ein paar Römer verprügeln, um den Aufzug zu benutzen. Auch cool. Dann kommt mal her. Und du noch. Hm? Ja, wir sind oben angekommen. So, da können wir wieder wechseln. Okay, jetzt sind wir wieder Obelix. Ah. Okay, damit kommen wir hoch. Aber wir brauchen Fackel. Die müssen wir wahrscheinlich mit hochnehmen. Sonst wäre ja hier nicht der Wechselpunkt. Ah, hier können wir sie wieder anzünden. Sehr schön. Helme weiter einsammeln und kommt her. Ihr zwei beide. Zack, zack, weg damit. Okay, die haben wir auch gekriegt. Und Obelix nochmal. Ja, sehr schön, danke. Oh, hier dein Schild. Nehmen wir natürlich mit. Geht mal her damit. Jetzt geht's hier wieder runter. Oh, was willst du denn hier? Stehst uns im Weg, Kollege. Mach mal Platz. Okay, wir brauchen wieder Feuer. Zum Glück haben wir unsere Fackel noch in der Hand. Haben dann mit den Römer eben verprügelt. Und hier oben, es brennt noch. Also einmal wieder anzünden und runterrennen. Asterix ist da. Ja, er ist da. Bums. Und wir sind zurück zu Obelix, okay. Also jetzt mit Obelix hier hoch. Genau, da oben müssten wir jetzt, glaube ich, die Kiste kaputt hauen. Jetzt frage ich mich gerade, ob es nicht vielleicht cleverer gewesen wäre, die mit dem Mal 3 zu nehmen. Naja. Wie dem auch sei. Weiter geht's. Und da haben wir den nächsten Druiden, wo wir dann hieraus eine sehr kurze Episode machen. Hoppala, habe ich jetzt gespeichert? Ja, hatten wir, okay. So, ich hoffe, diese kurze Episode hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir weiter unsere Freunde in der Normandie suchen. Habt bis dahin eine schöne Zeit, lasst gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar da und ich verabschiede mich. Ciao, bis zum nächsten Mal.